So, ich gehe mir jetzt einen Kaffee ziehen. Komm gleich wieder. Mag jemand einen Kaffee von euch? Ich hole mir jetzt einen Kaffee. Ach, ich setze mich einfach zu euch so. Hallöchen. Und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag im RE11 von Duisburg nach Essen. Aber ich habe gerade schon geschaut, irgendwie stimmt das nicht ganz. So, lassen wir mal hier die ganzen Fahrgäste rein, wenn es das richtige Gleis ist. Wird schon sein. Ja, eigentlich normalerweise steht da oben Duisburg Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof, aber ganz unten steht Bochum Hauptbahnhof. Also wir lassen uns selbst überraschen. Ist mal wieder auf alle Fälle ein lustiger Trip für unsere lieben Fahrgäste hier. Hallöchen, oh, ihr seid aber jetzt hier dicht besiedelt. Boah, Party, das sind ja noch zwei. Machen wir euch mal schön das Lichtlein hier an. So, und machen wir am besten auch mal das Lichtlein an. Wir könnten dann auch schon mal gleich hier Scheibenwischer in unregelmäßigen Takt einfügen. Das ist super. Ja, und dann steht eigentlich dem Ganzen hier nichts mehr im Wege, gleich hier loszufahren. Gut, der Regen, der hält an, aber der sieht aber auch schön aus. Lang anhalten und schön aussehen, das ist eigentlich so das Motto meiner Spiele, die ich spiele. Was anderes braucht das Spiel eigentlich gar nicht. Nur eine relativ hübsche Grafik. Schönes Wettersystem. Ich bin sowieso, also ich bin ja wirklich ein Riesenfan von diesem Wettersystem. Aber okay. Werden wir mal hier so ein bisschen langsam lostuckern. Falls es hier mal losgeht. So, na komm, bist du bereit? Okay, wir sind hier nicht bereit. Ja. Ach so, stimmt. So. Richtungswender auch vorwärts und dann können wir auch schon loslegen. Ja, nächster Bahnhof ist Mülheim-Ruhr, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste aus der ersten, aber auch aus der zweiten Klasse. Meine Tür ist geschlossen. Ich habe mich jetzt gerade noch mal informiert, ob dies der Fall ist. Nein, informiert nicht, aber egal. Wir sind auf dem Weg nach Mülheim-Ruhr Hauptbahnhof. Und warum haben diese Pissdörfer immer im Hauptbahnhof? Oh, ich mache mir ein paar Freunde. Jedenfalls nach Mülheim-Ruhr Hauptbahnhof. Dort werden wir an Bahnsteig 1 anhalten. Pünktlich um 7:08 Uhr. Die Losfahrt hier von Duisburg erfolgte dementsprechend auch pünktlich. Und somit steht uns nichts im Wege, eine Weiterfahrt von Mülheim Richtung Bochum Hauptbahnhof pünktlich anzugehen. Ich wünsche Ihnen auf alle Fälle eine angenehme Fahrt. Lassen Sie es sich gut gehen und schließen Sie die Augen. Und wir geben einfach mal jetzt hier ein bisschen mehr Leistung. Signale gibt es jetzt hier weiter keine mehr. Wir können jetzt hier maximale Geschwindigkeit fahren. 7:08 Uhr hatte ich ja gerade schon den Fahrgästen mitgeteilt. Müssen wir da sein, also in 4 Minuten. Das sind 7 Kilometer. Das ist wieder mal sehr sportlich. Da müssen wir schon ordentlich pumpen. Das in 7 Kilometer reinzukriegen. Na gut, alles klar. Wird schon irgendwie gemacht. Ansonsten, wie geht's euch denn? Wir können ja mal so das Video ein wenig anfangen, bevor ich mich erstmal hier meinen Zug ein bisschen widmen musste. Wie geht's euch denn? Das könnt ihr gerne mal reintragen. Habt ihr irgendwas Schönes erlebt am Wochenende? Erzählt's mir. Steht. Wie gesagt, ihr seid in diesen Sonderzug meiner Let's Plays mit drin und könnt tun und lassen, was ihr wollt. Also ihr könnt kommentieren, Vorschläge unterbreiten, Fragen stellen, was auch immer ihr wollt. Das steht euch ganz offen. Ansonsten gutes Thema dafür, mal wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben ja noch eine kleine Strecke vor uns. Für all diejenigen, die mich ja so ein bisschen verfolgen sollten,
immer wieder. Vielen Dank dafür. Ich gehe so nach und nach meinen 2000 Abonnenten entgegen und möchte dazu auch ein kleines Special machen. Und da ja sehr viele Fragen zu aufkommen, ob ich mal einen Livestream mache. Twitch wird wahrscheinlich eher eine spätere Sache sein. Aber da halt doch einige Fragen reinkamen, habe ich mir dann doch Folgendes überlegt. Ich will doch ganz gerne ein 2000 Abonnenten-Special machen. Werde ich wahrscheinlich bei jedem 1000. Special-Abonnenten, wie nennt man das, so jeden 1000. Abonnenten machen. Außer vielleicht, wenn es irgendwann mal in ferner Zukunft soweit sein sollte, ab 10.000. Aber ansonsten, zu jedem 1000. Abonnenten gibt es quasi ein kleines Special dazu. Und ich habe mir überlegt, da ja so viele Fragen von euch kamen, ich mache für euch einen Livestream. Das alles über YouTube quasi. Ich filme mich. Ihr könnt dann, wenn ihr da sein solltet, mir Fragen stellen, Vorschläge unterbreiten. Wir unterhalten uns einfach. Das ist eigentlich relativ simpel und währenddessen werde ich nämlich Bus-Simulator spielen. Heißt, ich werde mir eine schöne lange Strecke basteln. Dann machen wir so ein Livestream von 1 bis 1,5 Stunden. Ihr könnt dann Fragen reinschreiben, ich beantworte die. Und währenddessen spiele ich halt Bus-Simulator und als kleines Extra kommt dann dieser Bus-Simulator online. Wahrscheinlich am Folgetag mit der Livestream-Aufnahme als Kamera und als Audio quasi. Und ja, so seid ihr quasi schon fast mit dabei. Ich werde euch natürlich, wenn ihr wollt, namentlich dann immer erwähnen, wenn ihr mir eine Frage gestellt habt oder generell darauf eingehen, also wie es halt beim Livestream ist. Für mich ist es auch absolutes Neuland, noch nie ein Livestream großartig gemacht. Besonders halt nicht mit Zuschauern. Für mich selber ja. Ich werde aber auch ehrlich gesagt mal probieren erstmal, wie es ausschaut, wie ich mich positionieren kann. Das ist erstmal eine spannende Sache, die auf mich zukommen wird. Gut, was auf mich jetzt auch gleich zukommen wird, ist auf alle Fälle Kombihebel auf 0. Nur noch wenige Meter und dann sind wir auch schon da. Wir bremsen hier volle Kanne runter und dann sind wir gleich in Mülheim. Ruhe. So, nebenbei muss ich ab und zu mal hier ein wenig darauf achten, dass ich hier nicht so allzu sehr in den Bahnhof reinschieße. Deshalb doch mal vielleicht beim ersten Mal, bei der ersten Einfahrt, doch mal ein bisschen Ruhe walten lassen. Langsam ausrollen. Zeitlich, das liegt mal sehr gut. Fast eine Minute zu früh dran. Und dann können wir ab den nächsten Bahnhöfen das ganz gerne versuchen, mal ein bisschen knapper zu gestalten. Ja, was meint ihr? Hab ich denn vielleicht heute mal das Glück, einen Bahnhof zu besuchen und dort 10 Meter vom eigentlichen Nullpunkt zu halten? Also ich will wirklich unter 10 Meter zu früh oder zu spät an diesen Nullpunkt quasi, der hier vorne immer ist, gerne halten. Meint ihr, das schaffe ich heute? Wir haben ja noch ein paar Bahnhöfe vor uns. Und jetzt die allerersten Versuch war ja gar nicht mal so schlecht gewesen. Achso, ich muss dazu sagen, ich will natürlich selbstverständlich auch mit einem Zug bremsen. Also ich werde halt wirklich von der höchsten Geschwindigkeit auf volle Bremsleistung gehen und dann werde ich davon nicht mehr abweichen und dann schauen wir einfach mal, wie weit weg wir davon einfach entfernt sind. Ja, jetzt warten wir hier schön. Es ist aber auch ungemütlich da draußen. Also wir können gerne mal jetzt hier rausgehen und uns das mal so angucken. Bah, ist das aber ein Hundewetter. Das sieht auch ein bisschen deprimierend aus, wie sie da im Regen steht. Na gut, okay. So, meine lieben Fahrgäste, bitte alles zurückbleiben. Ja, weil wir jetzt hier gleich mal losfahren werden wahrscheinlich. Nee, fahren wir gar nicht los. Fahren wir los. Warum fahren wir jetzt hier nicht los? Volle Leistung und auf geht's. Und wir werden mal ganz kurz, wie lange haben wir eigentlich hier Zeit? Wir haben jetzt hier 9 Kilometer vor uns. Schön. Also von daher, meine sehr geehrten Damen... Achso, Verzeihung, ja. Rolle vorwärts, zack. Hallöchen, hier bin ich, ihr Bahnführer, ihr Zugführer, was auch immer, Gott. Vin Diesel,
Seid gegrüßt, Freunde aus der ersten Klasse, für euch immer was Besonderes hier was zu veranstalten. Und jetzt geht's quasi in die Gesellschaft der traurigen Menschen. Die zweite Klasse. Hallo. Ja, okay, das müsste reichen. Mehr gibt's hier nicht für Low-Budget-Besitzer. Nein, Spaß. Das ist mein kleiner Running-Gag in Sachen erster und zweiter Klasse, gerade auch, weil eigentlich die erste Klasse da so vorne beim Zugführer sitzt. Ja, sonst geht's ja allen gut. Die sitzen auch hier ganz weit hinten. Auch bei ihnen ist alles gut. Kann ich ihnen was bringen? Kaffee, Latte Macchiato, Espresso. Latte Macchiato mit Haselnuss oder mit Karamellsirup. Alles kann ich ihnen gerne zubereiten. Oh, wir müssen doch langsam wieder nach vorne. Weil ich hatte ja auch volle Leistung gestellt. Und wir sind wahrscheinlich schon weit über unserer Maximalgeschwindigkeit, die wir eigentlich fahren dürfen, hinaus. Warum ist eigentlich hier wieder schon so laut? Ist hier vielleicht irgendwie auch die Lüftung an? Das hatte ich schon im letzten Video so ein bisschen mitbekommen. Das ist immer auch beim Schneiden fällt halt auf. Warum? Na? Ist hier irgendwo eine Lüftung? Nee, da ist auch keine Lüftung. Ey, hier muss doch irgendwo eine Lüftung sein. Also die Lüftung war hier irgendwo gewesen, aber ich muss doch... Führerstand, die Lüftung war irgendwo hier gewesen. Achso, Lichtsignal könnten wir auch mal wieder einschalten. Natürlich Fernlicht. Scheibenheizung, ja. Mit Eisen. Oh. Was ist denn los? Was ist los? Warum hebt das? Das ist diese... Ziefer? Nein. Nein. Ziefer aus. Hallo. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fahrgäste, wir haben ein paar Probleme. So, Störung. Ach, verdammt, also. Und wieder Vollgas. Ja, kann mal passieren. für all diejenigen, die mir... Oh, hier ist ein Lüfter. Ach, der ist aber... auf Haus gewesen. Hier, die Sifa-Trennschalter. Wozu sind die genau gedacht? Es ist quasi, ich muss hier irgendwie was bedienen, damit der weiß, dass ich nicht eingeschlafen bin. Oder was ist hier los? Das müsst ihr mir mal bitte erklären. Das wäre ganz lieb. Da haben schon so einige in den Kommentaren geschrieben, das soll ich mal benutzen. Vielleicht war es auch deswegen gewesen, weil sie genau wussten, dass ich total panisch drauf reagieren werde. Oh, ja, stimmt. Ja, unser vermeintlich letzter Bahnhof, den wir eigentlich anhalten sollten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, verzeihen Sie die Störung gerade eben. Der Zug, ich meine natürlich Signalstörung. Der Zug und ich, wir sind eins, wir sind perfekt. Aber auf alle Fälle, nächste Halt ist Essen Hauptbahnhof. Bahnsteig 6 werden wir anhalten. 7.15 Uhr ist zeitlich geplant. Aufgrund der Signalstörung kann es vereinzelt zu kleineren Verspätungen kommen von wenigen Sekunden. Deshalb bleiben Sie bitte ruhig, rasten Sie nicht aus und ich bin gleich bei Ihnen mit den Schnittchen und dem Kaffee. Vorhin knapp über 700 km/h und dann habe ich gebremst. Heute mal ein bisschen weniger. Wie gesagt, unter 10 Meter. Ich glaube selber nicht daran. Also für all diejenigen, die jetzt hier im Kommentar Touch geschrieben haben, nee, schaffst du nicht. Oder ich glaube, manche werden wahrscheinlich schreiben, ich schaffe es. Ich glaube selber nicht daran, weil 10 Meter ist schon ein sehr, sehr kleiner Bereich. Auf alle Fälle werden wir mal hier fix auf Kombihebel und dann zack. Volle Bremsleistung. Ich glaube, das war wieder schon zu früh gewesen. Obwohl, man muss dazu sagen, 150 haben wir abgebremst. Also 150 km/h hatten wir drauf gehabt. Das war jetzt beim letzten halt ein bisschen weniger gewesen. Aber nee, das wird nicht ganz so wie gedacht. Nee, überhaupt nicht. Na gut. Müsste ja trotzdem reichen, dass alle hier aussteigen können. Wir können uns ja mal umgucken. Wir können sowieso mal gucken. Es scheint ein relativ großer Bahnhof zu sein. Ist ja auch Essen. Was für eine Aussage von meiner Seite aus.
ob wir hier irgendwie was anbringen können. Nö, Müll können wir auch nicht wegbringen. Was das hier immer ist, keine Ahnung. Das will ich gar nicht beginnen. Aber hier können wir natürlich gucken, selbstverständlich. Steht hier eigentlich irgendwo das Gleis? Das Gleis steht nicht mal hier drin, ne? Zack, ein Plakat. Hier, genau. Dann können wir nämlich noch hier was ranpumpen. Da haben wir nämlich jetzt eine schöne Karte. Gut. Die Karte ist drin. Und da war Vin Diesel gewesen. Da ist unser Zug. Und das ist die falsche Richtung. Das wäre ja was gewesen. Wäre ich ganz hinten eingestiegen, wäre einfach mal so, hätte mir gedacht, ach, ich steig mal jetzt da hinten ein. Fahr von da aus los, dann fahre ich erstmal hier rückwärts. Das wäre ja was gewesen. Haben noch ein paar Sekunden Zeit, bis wir losfahren dürfen. Also ganz entspannt, Türen zu. War das wirklich für den Diesel eigentlich gewesen? Tatsächlich, siehst du, die beiden sind ausgestiegen. Naja, Detailgrad auch dafür so ein bisschen gegeben. Also die Fahrgäste, die ausgestiegen sind, die sieht man später auch auf dem Gleis. Hätten ja was anderes draus machen können. Bin ich mal ganz ehrlich. So, ich spring mal so langsam. Achso, ich muss auf die Signale, muss ich hier achten. Ich fahre hier immer so blinklings los und achte oben rechts nicht auf die Signale. Weil der hätte ja noch bis 7.15 Uhr, 59 Sekunden hätte er ja noch auf grün sein können. So, jetzt muss ich ein bisschen auf die Signale hier achten. Der Signal ist hier nicht für uns. Bisher alles grün. Okay. Wattenscheid, Bahnsteig 2 um 7.22 Uhr. Mal wieder hier knappe 8 bis 9 Kilometer. Können hier so ein bisschen langsamer steigen. Lass es, gehen wir hier nochmal richtig schön Vollgas. Das müsste nämlich gleich jetzt hier umspringen. Perfekt, genau, ja, tatsächlich. Und in 2,7 Kilometer geht es sogar auf 150 hoch. Das ist dann so die Maximalgeschwindigkeit. So, ich gehe mir jetzt einen Kaffee ziehen. Komm gleich wieder. Mag jemand einen Kaffee von euch? Ich hole mir jetzt einen Kaffee. Ach, ich setze mich einfach zu euch so. Hallöchen. Kaffee wäre jetzt auch nicht schlecht. Ich habe hier gerade was zum Essen bestellt. Ein Kaffee wäre aber auch nicht ganz verkehrt. Aber ist ja nicht mehr weit. Ich glaube sogar Wattenscheid ist die vorletzte Station, weil dann geht schon Richtung Bochum. 7.28 Uhr oder so stand da. Haben wir hier eigentlich auch kein Fahrtenbuch oder sowas? Okay, ja, aber es bringt mir halt, ey, ich sag nicht viel, da im Menü umzuschalten. Ich sehe es sowieso nicht. Aber okay. Was ist das hier eigentlich für ein Schlüssel? Entkuppeln. Das lassen wir mal wieder sein. Wir sind aber auch wieder hier in so einem lauten Waggon drin. Ist ein, ich finde persönlich eine kleine Macke vom Spiel, aber gerade jetzt hier von dem Zug, das ist mir wirklich ein bisschen zu laut. Ich bin da auch empfindlich. Ansonsten haben wir hier irgendwas Schönes. Da würde ich mal gerne eine Ansage machen. Das ist ein Lichtschwert gedönst. Sieht so ein bisschen aus wie ein Lichtschwert. Sind wir auch irgendwelche Star Wars Fans oder sowas, dann müssen wir komplett unbedingt ein Star Wars Merchandise ausschmücken. Na gut, was haben wir hier noch auf der Uhr, auf dem Tacho? 3,5 Kilometer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, wir sind gerade auf dem Weg und sollten diesen Bahnhof pünktlich erreichen. Wattenscheid auf Bahnsteig 2. Auf dem Nachbargleis steht ein Zug bereit in Richtung Duisburg. Glaube ich, so mein. Ah, vergessen Sie es einfach. Solange wir pünktlich ankommen, gucken Sie sich einfach um. Wenn Sie da irgendwie einen Zug sehen, den will ich nehmen, dann nehmen Sie den einfach. Aber ich werde jetzt hier keine Versprechen versuchen einzuhalten, die ich nicht
einhalten kann. Deshalb verzeihen Sie jetzt gerade meine Aussage. Ich wünsche dir auf alle Fälle eine gute Fahrt und bis später. Ich werde ja sowieso wahrscheinlich wieder alle hier, wenn ich dann in der Station angefahren habe, alle nochmal mit Kusshand begrüßen, abklatschen und dann geht es schon mal besser. Ich muss hier ein bisschen drauf achten. Wir sind ja schon bei 1 Kilometer, also wieder hier runter und jetzt volle Leistung. Also ich habe mir jetzt so ein bisschen bei 800 Meter bin ich, na mal gucken. Kann sein, dass es auch ein bisschen zu frühzeitig war. Ist auch immer nicht so einfach, diesen Punkt zu treffen. Nee, da bin ich ehrlich, da kann ich auch gleich hier minimale Bremse machen. Dies hätte niemals gereicht. Und Bahn steht. Guck mal, ob wir hier am Bahnhof noch was Schönes finden. Da nicht. Kein Feuerlöcher zumindest. Vorsicht. Hier ist auch kein Fahrplan. Was haben wir hier? Oh, doch hier. Feuerlöscher. Na gut, hier ist wirklich nichts weiter. Ein bisschen Zeit haben wir noch eigentlich, um einmal runter zu gehen. Da könnten wir halt auch mal gucken. Vorsicht. Weg, 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 weg. Ich bin eine sehr wichtige Person. Ja. Zack. Noch irgendwas hier. Oh, Plakat. Zack. Wieder aufgerüstet. Also ist ja hier so richtiger Multikulti-Job jetzt mittlerweile. Jetzt habe ich sogar noch Werbung, Plakate und Karten aufhängen. Sind halt auch schwierige Zeiten. In den Schulzeiten ist, glaube ich, doch ganz angenehm. Hört sich jetzt mal ein bisschen doof an. Aber ich glaube, ganz in Ordnung, dass man in der Bahn sitzt, weil gerade als Zugführer ist man doch sehr weit vorne in seinem Cockpit. Man wird in Ruhe gelassen. Und das ist gut. Als Busfahrer sieht die Sache manchmal ein bisschen anders aus. Aber haben sich ja mit ihrem Plastik, ja, Vorhängen da gut geholfen. Oh, wir sind aber auch früh dran. Dann können wir ja mal kurz einen Blick erhaschen. Tatsächlich ja. Bochum Hauptbahnhof. Ist natürlich jetzt die Frage, wenn, ich kann natürlich jetzt richtig Vollgas geben von Lotte, aber wenn ich jetzt zu früh da bin und ich muss da warten, dann roll ich doch lieber hier so ein bisschen besser an. Und dann lassen wir es. Ist ja sowieso schon 7:22 Uhr. Muss ich mir ja keine Gedanken machen. Derweil, was haben wir denn hier? Instrumentenbeleuchtung, die hatte ich ja schon mal gesehen. Wie gesagt, hier diese SIFA-Trennscheiter. Was war das? Ach, die war hier oben gewesen, war. Genau. Trennscheiter. Verstehe ich immer noch nicht. Na gut, gehen wir jetzt mal so langsam Vollgas. Die Fahrgäste hinten warten ja schon. So, hier mal Feuerlöscher. Ja gut, in den Schränken ist sowieso nichts drin. Also jetzt nicht, was für das Spiel jetzt von Bedeutung wäre. Achso, weil es ja so kurz, immer kurz darauf achten, kommt der sowieso gleich mal. Jetzt hier über die 7:23 springt. Dürfte ja nicht allzu weit weg sein. Nee, nur 5 Kilometer. Also ganz entspannt, ganz easy. Ja, habt ihr eigentlich so jetzt diejenigen, die vielleicht öfters zuschauen oder ansonsten müsst ihr so ein bisschen generell mal ein bisschen durchstöbern, habt ihr mittlerweile einen Lieblingszug jetzt gerade, die ich jetzt hier freigeschaltet habe? Es ist ja in dem Sinne, habe ich nur einen gekauft und 4 andere Züge hatte ich oder sagen wir mal die Routen dazu, weil die Züge ändern sich teilweise dann auch genau in der Art von Route. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, ihr wisst bestimmt, was ich meine.
gut. Ach ja, wir können ja eigentlich schon sowieso mal ein bisschen die Einleitung zum Ende. Auch nicht schlecht, Einleitung zum Ende, aber ihr wisst, was ich meine. Es hat eine Einleitung zum Ende, weil wir fangen so ganz, ganz langsam an und dann kommt der große Peng, Puff, Peng, Knall. Ja, wie gesagt, ich werde mich schon mal hier so langsam verabschieden. Werde natürlich warten, bis wir jetzt hier unsere Statistik aufgezeigt bekommen, wie gut wir ihn hier irgendwo angehalten haben. Lichtsignal achten. Lichtsignale beachten. Wie gut wir ihn irgendwo angehalten haben. Ansonsten, ja, gibt es natürlich immer wieder frische Folgen von Train Sim World, genauso wie vom Bus Simulator 2020, wollte ich gerade sagen. Von 2018 ist es eigentlich. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr halt mal wieder so ein bisschen mehr kommentieren wollt, könnt. Ansonsten, ja, Vorschläge von Spielen kommen nach und nach mal rein. Da probiere ich mal hier und da was aus. Ich denke mal, am Wochenende habe ich auf alle Fälle vor Days, was gerade auf dem Games Pass erschienen ist, dieser Zombie Survival Action Thriller, ein Spiel auf der Xbox. Das hat mich jetzt auch persönlich ein bisschen getriggert und darauf habe ich jetzt auch richtig Bock. Wird denn auf alle Fälle in den nächsten 1-2 Tage kommen, auf alle Fälle noch vor Wochenbeginn. So, und wir sind jetzt in Bochum. Okay, falsche Tür. Dann lassen wir die mal da rein. Ja, ich habe ihn halt auch nicht perfekt getroffen. Wo wollen Sie schon wieder hin? Aber ist ja genug Platz auf dem Gleis. Gut. Dann setzen wir uns mal wieder hin. Machen es gemütlich. Und dann warten wir einfach ab. Das ist halt ein bisschen doof. Wir müssen halt immer so ein bisschen warten, bis wir endlich hier weiterkommen. Aber na gut, dann warten wir einfach hier. Wir könnten halt nochmal die ganzen Leute hier anquatschen. Auch viele sind gar nicht mehr übrig. Nur ihr zwei. Na, aber ihr passt gut zusammen. Vielleicht. Vielleicht, Mäuschen, wenn ich dich aufstehe, benutzt du meinen Platz und bist dem Mann rechts von uns wesentlich näher. Wenn man das gerne wollte. Na gut, meine Freunde. Freunde des Sonnenscheins, Freunde der guten Laune. Ach, wir müssen jetzt mal die Tür zumachen. Anders wird natürlich die Mission nicht beendet, erst wenn die Türen zugehen. Ja, vielleicht sehen wir uns ja auch einfach mal irgendwo in der Stadt. Das kann ja auch manchmal passieren. Tatsächlich war ich heute auf dem Weg nach Hause, bin mit der U-Bahn gefahren und habe dort eigentlich dann quasi auf meine U-Bahn gewartet. Und dann kam ein relativ junger Knabe zu mir, ungefähr 15, 16 ungefähr, das so alt gewesen sein, und ging wirklich auf mich zu. Und ich dachte erstmal, warum quatscht er mich denn an? Also ich habe echt gedacht, der hat mich irgendwie erkannt. Hört sich jetzt richtig bescheuert an, ich weiß, aber es war halt ein bisschen surreal gewesen, weil da waren überall Menschen gewesen, aber er geht gerade auf mich zu. Und das war ein bisschen merkwürdig gewesen. Da habe ich erst so gedacht, ach, was geht denn jetzt mit dir vor? Warum denkst du schon, dass die Leute hier hinterherlaufen? Ich bin ja nur ein kleiner, publiger YouTuber, der mal Glück hat, dass er hier 50 Klicks auf ein Video kriegt. Naja, gut. Sei es drum, das war meine Geschichte, das war mein Tag gewesen. Das nächste Mal gibt es wesentlich mehr. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen angenehmen Abend, einen guten Tag, wo auch immer und wann auch immer ihr dieses Video anschauen werdet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be hers if only she would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss her. Oh.